Fahrräder kauft man in Schwetzingen. Bike & Fun, Ihr Fahrradhändler in Schwetzingen. Der Mozart-Samstag in Schwetzingen mit den schönsten Hoheiten der Metropolregion. Am Samstag, den 6. Oktober von 10 bis 18 Uhr. Liebe Eltern, liebe Freunde und liebe Kinder, herzlich willkommen bei unserer Lila Lugala Show hier in Schwetzingen. Wir, meine sympathische Kollegin Mathilda, meine fantastische Kollegin Fabienne, führen Sie heute durch das Programm Lila Land Meets Mozart. Das hat das altehrwürdige Rokoko-Theater wohl so noch nicht erlebt. Eine Zirkusdarbietung bestehend aus lauter kleinen Artisten. Voller Spannung folgten Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Nachbarn dem Geschehen auf der Bühne und spendierten immer wieder Zwischenapplaus. Das Ferienprogramm Lila Lu, das in Kooperation mit der Stadt Schwetzingen und unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl sowie des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann stattgefunden hat, war ein Highlight für viele Kinder und Jugendliche aus Schwetzingen und der Region. Den spielerisch leichten Darbietungen auf der Bühne ging allerdings eine Woche strammen Trainings voraus. War schwer, es einzustudieren? Ja, es war schon ein bisschen kompliziert, aber meine Trainerin hat mich gut trainiert. Angeleitet wurden die Teilnehmer von professionellen Artisten. Die im Hintergrund machen ja so tolle Übungen. Kannst du mir darüber etwas sagen? Ja, die machen Dehnungsübungen und zum Lockern. Das machen wir immer, bevor wir ans Tuch und Seil gehen, weil sonst tut uns danach was weh. Also unsere Trainerin ist sehr nett. Und Lila Lu war bisher das Beste, was ich gemacht habe. Ich bin der Lennox, mir hat sehr gut gefallen die Pyramiden. Ich bin die Elena und bin 8 Jahre alt. Mir hat hier das Lila Lu sehr gut gefallen, weil ich hier sehr viel gelernt habe. 6 Tage lang hatten knapp 90 Mädchen und Jungen aus Schwetzingen und der Region die verschiedensten sportlichen und künstlerischen Fähigkeiten trainiert. Monika Meyer-Kuhn hatte die Lila Lu Workshops nach Schwetzingen geholt. Wie kam denn das und was hat sie so fasziniert? Lila Lu habe ich in München gesehen. Und mich hat fasziniert das pädagogische und das künstlerische, hochprofessionelle Programm, Kinderferienprogramm. Und was ist jetzt das Besondere an Lila Lu? Ah, Lila Lu hat viele, viele, viele Aspekte. Es ist erstmal diese verlässliche Ganztagesbetreuung, die mir sehr, sehr gut gefällt. Eben dieses hochkünstlerisch wertvolle Programm, das pädagogische Programm, die Teilhabe für alle. Wie viele und welche Workshops gibt es denn hier? Es gibt 8 Workshops, Trampolin, Trapez, Zauberer, Emil und die Detektive, die Eisbären, Vertikaltuch, Vertikalseil, Stunts und Musical. Also es ist ein ganz tolles Ferienprogramm. Und wer mehr wissen möchte, geht auf www.lilalu.org. Schließlich durften die Kinder und Jugendlichen dann auf großer Bühne zeigen, was sie bei Lila Lu alles gelernt haben. Warum sind eigentlich die Johanniter bei Lila Lu eingestiegen? Normalerweise sind sie ja bekannt für Rettungsdienste und so weiter. Lila Lu ist seit 10 Jahren ein sehr, sehr erfolgreiches Ferienprogramm in München. Anfang dieses Jahres hat Lila Lu gewisse Zahlungsschwierigkeiten gehabt, weil zugesagte Fördergelder nicht zugesagt wurden. Und die Johanniter in München haben gesagt, Lila Lu ist so eine prima Idee, das möchten wir einfach, dass es weitergeführt wird und haben dann entsprechend die Trägerschaft übernommen. Danke sehr, Herr Knappersbusch. Wie hat es Ihnen bisher gefallen? Wunderbar, das war eine große Veranstaltung. Die Kinder haben viel gelernt in der einen Woche
Und es ist toll, zu welchen Leistungen man so kleine Menschen motivieren kann. Es ist natürlich auch ein wunderbarer Rahmen hier im Schloss. Die Dekoration stimmt, aber auch die Kostüme. Also insgesamt eine tolle Veranstaltung bisher. Im prunkvollen Theatersaal des Rokoko-Theaters im Schwetzinger Schloss führten die jungen Künstlerinnen und Künstler vor rund 400 Zuschauern eine beeindruckende Show auf. Und es war schon beeindruckend, was sich hier auf der Bühne alles tat. Die regulären Stunt-Szenen konnte man kaum von denen der großen Profis unterscheiden. Auch die Magie kam nicht zu kurz. Ein Höhepunkt war sicherlich die schwebende Jungfrau. Voller Anmut und Grazie schwebten die mutigen jungen Damen am Vertikaltuch in schwindelerregende Höhen. Oberbürgermeister Dr. Pöltl stand hinterher noch ganz im Zeichen des Erlebten. Also ich war so begeistert, was diese Kinder in einer Woche erarbeitet haben, wie viele auch für sich mitgenommen haben, was sie können. Das ganze Publikum war begeistert und verzaubert. Eine tolle Woche für die Kinder hier in Schwetzingen. Tochter Amelie hat auch mitgeguckt. Amelie, sag mal, wie hat es denn dir gefallen? War das toll oder was hat dir denn am besten gefallen? Das Vertikaltuch. Kannst du dir vorstellen, auch da mal mitzumachen beim nächsten Mal? Ja, eigentlich sehr gut. Und was würdest du dann gerne machen? Das mit dem Zaubern fand ich eigentlich am besten. Wer hat denn von Ihnen mitgemacht? Bei mir hat meine kleine Tochter mitgemacht. Als was? Als am Trapez und an den Ringen hat die mitgeturnt. Eine ganz bekannte Dame hier in Schwetzingen ist Rakel Remp. Wie hat es Ihnen gefallen und welche Kinder waren dabei? Also es waren alle unsere drei Töchter dabei, Lisa, Elena und Laura. Und die waren ziemlich aufgeregt, Lisa gerade mit dem Vertikaltuch. Aber es hat ja im Nachhinein beim zweiten Versuch doch geklappt. Also ich bin furchtbar stolz auf unsere Kinder. Lila Lu! Lila Lu! Lila Lu! Hallo, ich bin Katharina die Erste, Spargelkönigin der Stadt Schwetzing. Am 6. Oktober findet bei uns etwas ganz Besonderes statt, nämlich das erste Hoheitentreffen der Metropolregion Rhein-Neckar mit vielen Majestäten unserer Region. Ich würde mich freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und falls du auch eine Hoheit der Metropolregion Rhein-Neckar bist und dabei sein möchtest, melde dich bei der Metropolregion. Wenn Zahnräder ineinander greifen. Aus der Region. Für die Region. Werbung auf Maikl TV. Kontaktieren Sie uns. anzeigen@maikl.tv. Sehen und gesehen werden. Werbung auf Maikl TV.